von mir, auch als älterer Mensch dazu sagen, das ist schon etwas, auch für einen älteren Menschen etwas Besonderes. Wie ist es für dich? Du hattest diese wunderbare Fahrt auch in Papas Benetton in Spa, jetzt eigentlich noch fast noch eine Steigerung, du in Rot, in einem roten Auto. Wie ist es für dich? Du bist ein sehr... Ja, du bist ein sehr, sagen wir mal, ein sehr cooler Typ auch. Aber wenn du das heute gesehen hast, ich habe von den Leuten von dem V10-Motor auch geschwärmt, ja. Ein leichtes Auto, 600 Kilogramm, ja. Wie war es für dich? Naja, also es ist unbeschreiblich gewesen. Ich meine, das Gefühl, das wir da hatten, im Endeffekt mit diesem V10 dabei und einfach dieses... Ja, Pferd auf dem Lenkrad zu sehen, ist einfach schon was sehr Spezielles und natürlich war es Emotion pur. Und du bist auch durch das Motodrom gefahren, du kennst das auch vom letzten Jahr letztendlich. Wie ist es für dich letztendlich Hockenheim, wenn man weiß, du hast hier eine Meisterschaft gewonnen, diese ganzen Emotionen auch vom letzten Jahr. Und dann, wenn du das hier jetzt in einem Formel-1-Auto siehst, wie waren die Runden? Ja, die Runden, also ich habe natürlich versucht, mal das Auto mir mal genauer anzuschauen, versucht ein bisschen schneller in die Ecke zu fahren als... Ist es schwer für dich, weil es immerhin ein 15 Jahre altes Auto, ja? Ja, zurückhalten war schwer, aber im Endeffekt haben wir es trotzdem noch ganz gut geschafft. Ich glaube, dass alles ganz geblieben ist zum Glück, also im Endeffekt, ich hoffe, dass ihr alle Spaß hattet. Ich glaube, dass der V10 natürlich... doch mal wieder ein paar Erinnerungen wachgerufen hat und das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf noch eine Runde morgen. Auf jeden Fall, wir auch. Und wie ist es letztendlich mit so einem V10? Also wie gut ist das Auto noch im Schuss vom Papa? Wie ist 15 Jahre alt, aber das sieht wie neu aus, als wenn er wirklich aus der Fabrik kommt. Ja, also hat sich 1A fahren lassen im Endeffekt und es lief wunderbar. Auch die Traktionskontrolle, es gab ja damals Traktionskontrolle, also die hat auch ihren Job geleistet und im Endeffekt, wie gesagt, ich freue mich einfach auf morgen. Es wird bestimmt nochmal sehr emotional und hoffentlich kriege ich doch ein paar mehr Runden rein. Auf jeden Fall. Lass uns noch kurz über deine Saison reden. Du hast jetzt wirklich auch starke Resultate gehabt auch und denk mal ans letzte Jahr, da ging irgendwann mal der Knopf auf und da ging der Mac richtig gut nach vorne. Hast du das Gespür, das funktioniert? Ja? Ja, also wir waren ein bisschen unglücklich in der letzten Zeit. Wir hatten ein paar Rennen dabei oder auch Qualifyings, die vielleicht etwas schwieriger waren als gehofft. Im Endeffekt, ich glaube, wir haben sehr viele positive Sachen dabei. Daraus müssen wir lernen und versuchen dann im Endeffekt daraus das Beste zu machen. Und ich glaube, dass doch ein paar Rennen jetzt noch kommen, wo auf jeden Fall sehr stark sein können. Und ich werde natürlich alles daran setzen, auch diese starke Performance halt weiter durchzusetzen. Du siehst, die Menschen mögen Rot. Wie wohl fühlst du dich in Rot? Sehr wohl. Das heißt auch, wäre es ein Traum, auch letztendlich dann auch in Rot die Formel 1 zu fahren? Ja, und der Traum wäre es auch, hier in Deutschland zu fahren. Super, dass du da bist, sensationell. Wie gesagt, ich kann dir versprechen, auch wieder, wenn wir wieder morgen deinen V10 hören, wenn wir dich sehen, dann gehen die Härchen wieder hoch und ganz toll, dass du das machst und mach einfach weiter so. Ja. Oder findet ihr nicht auch? Er macht super! Mick Schumacher, hier im Nachhinein! Vielen Dank, Mick! Noch ein paar Autogramme, ein paar Bilder. Sabine ist da, also super!